war einmal in einem beschissenen Land. Also, dann wollen wir mal. Mir wurde aufgetragen, euch die Geschichte von Rapunzel und ihrem Stecher neu zu erzählen. Es war einmal in einem Dorf, nein, nennen wir es eher Königreich, dem alle dachten, sie wären glücklich. Jeder hatte seinen Platz, seine Aufgabe und sie wussten, die Königstochter wird heiraten. Doch die Idylle trügt, denn ich hatte gar keinen Bock drauf und der Trauerzeuge kam schon zu spät. Nachdem dieses Tölpelvieh von Pferd endlich bei uns eintraf, konnte dieses Trauerspiel auch schon losgehen. Bis heute war man der Meinung, mir würde dieses Szenario gefallen von der Hochzeit. Aber alleine schon das Aussehen meiner Frau und der Trauzeuge selbst machten dieses Ereignis für mich zum schrecklichsten meines Lebens. Kam sie nun dahergelaufen und ich dachte mir, jetzt ist es vorbei, das Leben, Manfred. Verabschiede dich von dem, was dir heilig ist und verspreche dich der Ehe. Wenn Sie die hier anwesende Chantelle Marie-Louise rechtmäßig zu ihrer Frau nehmen, lieben, bis ans Ende ihrer Karriere zu ihrer Frau, sich dann scheiden lassen und die Summe von ihr abstauben, so beantworten Sie die Frage bitte mit einem Ja. Der dreckige Scheißgeld hat Ehringe verloren, Kaufmaschine! Wenn Sie den anwesenden Einspruch, so möge er sich jetzt melden oder für immer schweigen. Ich...